Hallo und herzlich willkommen zum Jahresrückblick von League of Legends. Jeder hat ab sofort im neuen Client, also es gibt einen neuen Client, gibt's jetzt einen Jahresrückblick. Heute ist der 19.12., also am Montag. Und nun schauen wir uns meinen an. Ihr könnt ihn auch nochmal unten in der Videobeschreibung ansehen, falls ich es nicht vergesse. Und nun ja, fangen wir an den Season Start. Wunderschön. Hier mein längstes Spiel war mit Amumu. Mit einer KDA von 10, 12, 25. Am 11. Januar. Dann habe ich meine Placements am 13. Januar geschafft. Bin Punkt so 2 eingerankt. Mit einem Winrate von 50%. Dann kam Champion Update am 25. Januar von Warwick. Am 27. März habe ich Anya auf Level 7 geschafft. Mit einer Winrate von 6, nicht mit einer Winrate. Mit einer Winrate war irgendwie so 90 oder so. 6, 3, 9. Dann kam der Champions High raus. Habe ich auch gespielt. Wo ich eine Winrate von 50% habe. Dann kam ein Tank Update. Wo ich dann mit Zaya ein großartiges Spiel hingelegt habe. 9-1-7. Dann kam ich halt ein Event und am 5. Juni habe ich mir Kindred einen Penta-Kill geholt. Das habe ich auch auf YouTube hochgeladen. Könnt ihr euch jederzeit angucken. Dann habe ich schon wieder ein großartiges Spiel mit Jenna gemacht. 2-1-19. Da habe ich zusammen mit Vayne gespielt. Da kam das Event Riven vs. Yasuo. Großartiges Event. Da habe ich am 16. Juni habe ich den Traven Train mit Skin erhalten, warum auch immer der angezeigt wird. Dann bin ich am 19. Juni in Silber 4 eingegangen und seitdem habe ich keinen Rank mehr gespielt. Also nur zwischendurch, aber nicht mehr so viel. Ich wollte ihn halt zurück auf meinen alten Stand. Und dann bin ich halt, habe ich ihn halt den Skin Dawnbringer Riven am 19. Juni erhalten. Da hatte ich noch eine Winrate von 58,3%. Diese habe ich geschafft zu steigen. Die werdet ihr aber noch später sehen. Mit Nasus habe ich dann ein bisschen gesuchtet. Ich habe eine Winstreak gehabt. Warum habe ich eine Winstreak mit Nasus gehabt? Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich überhaupt mal Nasus gespielt habe, außer einmal. Und ich kann mich nur erinnern, dass ich mit ihm verkackt habe, und zwar hart. Naja, auf jeden Fall war es am 25. Juli. Am 1. August hatte ich mit Jana die meisten Assists dieses Jahres gehabt. Mit 28. Am 16. September bin ich dann Honor 5 gelangt. Wunderschöne Stufe. Und am 17. September habe ich 4 Hornas in ein Game bekommen. Schöner, schön. Hier ein Summoner Swift. Hatte ich eine Durchschnitts-KDA von 2,6. Eine Durchschnittstote von 6,5. Ja. Aber dafür einen Durchschnittskills von 8,8. Und Durchschnittsassist von 8. Der Durchschnitt CS pro Minute sind 3, das bedeutet, durchschnittlich kriege ich 3 CS pro Minute. Das ist sehr viel. Und da fehlen halt deshalb auch 372 Gold pro Minute. Durchschnittlich schaffe ich auch pro Game 1,4 Towers. Und 0,8 Dragons. Und 0,2 Barons, ja. Und setze ungefähr 11,6 Wards. Die meisten Dragons in einem Spiel hatte ich 4. Und die meisten Tower, also der schnellste Tower, den ich jemals gemacht habe, war in der punktgenau in der 8. Minute. Und der schnellste Baron war eben halt 20,45. So viele Double Kills, 708 Double Kills habe ich geschafft, 92 Triples, 18 Quadras. Also 18 Mal wurde mir mein Penta gesteelt und 6 Penta-Kills habe ich geschafft. Davor hatte ich noch nie einen Penta-Kill. Also das 6 in einem Jahr geschafft habe, schon erstaunlich. Ah ja, und hier ein prozentualer Horner, also 22% an meine Horners waren Great Shot Calling, 17 Stay Cool, obwohl ich eigentlich nie flame. Und 61% für GG. Meine drei besten Champions. Touch Accuracy,
Zollamp. Mit 276 Games habe ich eine 55,8%ige Win Rate gehabt. Mit einer KDA von 2,6. Durchschnitts-KDA. Ich habe 4,5, also 405, 4500 mal Smite benutzt, 2300 mal Flash, 24.600 mal die Q, 10.200 mal die W, 6.300 mal die E und 1.200 mal die Ult. Mit Riven habe ich insgesamt 88 Games diese Seasons gemacht. Ich bin ein richtiger Nazi. Und habe einen Win-Rate am Ende mit 62,5 geschafft. Ein KDA von 3,3. 472 mal Flash benutzt, 295 mal Teleport. Ich habe sehr viel Riven Jungle gespielt. Deshalb mich das wundert, dass hier Teleport eine Zeit gut, weil ich eigentlich mehr Jungle gespielt habe. Aber egal. Hier habe ich noch 18.000 mal Q benutzt. 4.000 mal die W. 4.700 mal die und 1,3 mal 1.000 mal die Ult. Mit Zaya habe ich insgesamt 53 Spiele gehabt mit einer 52,8% Win-Rate und einer Durchschnitts-KDA von 3,1. Und Rest brauche ich gar nicht durchlesen. Und hier sind meine Achievements dieses Jahres. Mit Irelia habe ich nicht nur die meisten Durchschnitts-CS pro Minute, sondern auch den meisten Damage pro Tod. Wofür das, was auch immer das steht. Mit Raven habe ich dann die beste KDA gehabt mit 4,9. Mit Riven die größte Win Rate mit 61,6. Mit Jinx bin ich am meisten gestorben. 155 Mal. Killed most, hä? Died to most. Also ich bin zu den meisten Jinx gestorben. Und ich habe die meisten Jinx getötet. Ich verliere ziemlich häufig gegen Meister. Ich glaube, ich sollte ihn anfangen zu bannen. Eine 70,6%ige Lose Rate gegen einen Meister. Holy shit. Und gegen Kragas habe ich eine 71,4%ige Win Rate. Cool. Ich habe insgesamt 27,5% mal ADC gespielt. 26,1% Jungle. Wo steht jetzt was? Wofür? Gut, dass hier steht, was ist. Ich denke mal, das Blau ist der Durchschnitt. Also ich muss auf jeden Fall an CS arbeiten. Je mehr CS ich habe, desto höher steckt das Gold. Wards brauche ich. Gut, ich sollte eigentlich so etwas hier angehen. Damage muss ich auch erhöhen. Und die CS muss verbessern. Wenn ich viel mehr CS schaffe, dann steigt gleichzeitig schon mit auf mein Gold pro Minute. Ja. Weiß auf jeden Fall was, woran ich auf jeden Fall arbeiten muss. Auf jeden Fall an CS. Da möchte ich das jetzt pro Minute, das ist jetzt nicht so wichtig, vor allem bei Burst Champions. Meine meistgespielten Champions gehen mit 30,9%. Danach kommt Zaya und danach kommt Tristana. So Botlane und im Jungle gehen mit 61,8. Riven 5,9. Warwick 2,7. Bei Backstreet Cat habe ich die meisten Assists. Warum auch immer. Obwohl er meistens Support spielt. Oder hat er die meisten Assists? Ich weiß es nicht. Mit jemandem, den ich schon seit Ewigkeit nicht mehr gespielt habe, habe ich anscheinend die beste Karriere gehabt. Wobei, nee, der hat mich eigentlich gekippt, weil das ist ein Katharina Frontwick Pony. Also, der war, also, er, der lässt, das ist einer, der lässt sich boosten von jemand anderen.
Und ja, mit denen habe ich ein bisschen Duo-Q gespielt. Und damit habe ich die beste Win-Rate, beste KDA gehabt. Die beste Win-Rate. Es sind 49,1%. Oh shit. Don't let anyone call you a one-trick. The champion fed you in Playstyle. Jhin habe ich gespielt. Jhin hat wirklich Spaß gemacht. Also habe ich. Keine Ahnung, wann ich den gespielt habe. Wie war was? Hier. Ja, habe ich ihn gespielt. Hat richtig Spaß gemacht. Das Spiel. Also, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass ich etwas öfter spielen werde. Kane will ich nicht spielen, weil es mir viel zu Mainstream und deswegen. Kein Bock. Und das war dieses Jahr mein Rückblick. Wundervolles Jahr. Ich könnte hier auch noch die anderen zeigen. Rolling Abyss, 3,2 KDA. Average Kills 8,1, Average Deaths 9, Average Assist 21,2. Mit 44 Champions gewonnen, 2,3 2300 Schneebälle geworfen und so viel Gold pro Minute. Twisted Treeline habe ich einen KDA von 3,9. Die Durchschnittskills 10,9. Durchschnittstode 4,1. Durchschnittsassist 5. Ich habe insgesamt 5 Triple Kills, also was so viel wie Pentakill bedeutet. 4 CS pro Minute im Durchschnitt. 416 Gold pro Minute. 3,5 Towers, von denen 6 hier stehen oder 7. Das ist eigentlich schon die Hälfte, ist eigentlich schon gut. Und 0,1 Baron sozusagen. Naja. Ich hoffe, euch hat dieses Video halbwegs gefallen. Ich nehme unnötig 2 Minuten auf. 12 Minuten. Wenigstens kann ich jetzt 30 Mal Werbung schalten. Nun ja. Wir sehen uns dann. Tschüss.